Leute, auf das Debütalbum von Ihnen hier habe ich ziemlich hingefiebert. Der Grund? Eh klar. Kitschkrieg haben in der Vergangenheit gezeigt, wie es geht. Sie haben bewiesen, dass in ihrer Klangwelt die unterschiedlichsten Artists und Genres ziemlich gut matchen können. Mal schauen, was passiert, wenn ich einfach weitermache, so wie bisher. Ich glaube, ich habe vor 5 Minuten aufgehört, dich zu lieben. Das Konzept vom ersten Album von uns ist vielleicht ein bisschen so die Essenz dessen, was wir in den letzten 5 Jahren erlebt und gelernt haben und was sich für Möglichkeiten ergeben haben. Und wir haben Sounds und Genres ausprobiert, die jetzt in so einem, zum Beispiel im Kontext von einem Trettmann-Album, vielleicht nicht so hätten stattfinden können. Was genau die Essenz von Kitschkrieg ist und ob sie mit ihrem Debüt meine zugegeben echt sehr hohen Erwartungen erfüllen konnten, das seht ihr jetzt mit Interview. Hier mal ein kleiner Throwback. Kitschkrieg sind 3 Leute. Fizzle, Fiji Chris und Erhutet. Sie sind ein Kollektiv. Sie sind eine Crew. In meiner 2. Puls-Musikanalyse überhaupt habe ich euch das Producer-Team 2018 schon mal vorgestellt. Das System Kitschkrieg funktioniert deshalb so gut, weil es durchdacht ist. Weil es zeitgemäße Beats mit zeitlosem Style kombiniert. Kitschkrieg geben der Rap-Szene einfach eine gewisse Ernsthaftigkeit. Da geht es nicht nur um Xanax, Gucci oder die Rolli. Die Glitzer, Glitzer, Rolli, Glitzer, Glitzer. Seit Jahren an ihrer Seite Trettmann. Mit ihm haben Kitschkrieg ihren minimalistischen Signature-Sound und Look entwickelt. Bilder in Schwarz-Weiß, untermalt von cleanen Beats. Beeinflusst ist das Ganze von jamaikanischem Dub- und Dancehall, Trap sowie aktueller UK-Soundsystem-Bassmucke. Dazu Rave-Synthes und Autotune. Das Ergebnis? Mindestens 2 Songs für die Ewigkeit. Seelenfänger schleichen um den Block und machen Geschäft mit der Hoffnung. Stolperstein, Stolperstein, überall Stolperstein. Das Klaviersample in Stolpersteine stammt übrigens von Nils Frahm. Das ist eigentlich auch, wenn man ehrlicherweise ist, per Unfall auf dem Trettmann-Album gelandet, weil Tretti den Song sich einfach genommen hat. Ne? So muss man auch mal ganz klar sagen, hat den Song geklaut. Eigentlich haben wir das nämlich fürs Kitschkrieg-Album gebaut und da ging es immer darum, so Welten zu vereinen. Welten vereinen. Was Fizzle letztes Jahr im Interview angeteased hat, ist tatsächlich die beste Beschreibung der Philosophie dieses Albums. Hier geht's nicht mehr um Deutschrap. Hier geht's darum, etwas zu kreieren, was Musik Deutschland verändern kann. Ich meine Mode Selector, Ali Neumann, Max Herre, Peter Fox, Materia, Nena, alle auf einem Album. Bei der Bekanntgabe der Tracklist dachte ich mir schon so, das wird krass. Die Idee hinter dem Line-Up war im Prinzip, dass wir so ein Spektrum abbilden wollten von Künstlern und Genres, die uns selber interessieren, von denen wir selber Fans sind. Und dann auch häufiger mal Künstlerkombinationen schaffen wollten, die man so noch nicht kannte, die vielleicht was Neues ergeben, Genres vermischen, interessante Aufladungen mitbringen. Als das Album dann draußen war, hat mich persönlich am meisten der Song mit Peter Fox geflasht. Der Lauf der Dinge ist für mich nicht interessant. Adidadi, call me King of Ignoranz. Aber wie schaut's mit euch aus? Was ist euer Lieblingssong vom Kitschkrieg-Album? Schreibt's mir in die Kommentare. Ich schaue mir jetzt mal ein paar Features auf dem Album genauer an. Da wäre zum Beispiel das hier. Alles wie im Traum, denken nicht an morgen, ey. Bis die Sonne aufgeht, sind wir unterwegs. Kitschkrieg liefern hier gemeinsam mit dem 23-jährigen Jamule ein Uptempo-Update vom Seed-Hit Aufstehen von 2010. Ist Baby wach auf, ich zähl bis 10. In dem Song ist eigentlich alles drin, was dieses Album sagen will. Das Spiel New School trifft auf Old School ist ein Motiv auf dem Album. Ja, dass die alten Säcke auch mal ein paar Klicks kriegen. Ich hab den letzten Teil der Frage. Wir wollten mal ein bisschen Leben ins Hip-Hop-Altenheim bringen. Am offensichtlichsten ist dieses Spiel bei den beiden hier. Ihr habt lang genug gewartet, dass ein Album erscheint. Frei von gebeiteten Beats und peinlichen Rhymes. Rin und Kool Savas. Kitschkrieg treiben die beiden zu Höchstleistungen in Sachen Tempo, Flow und natürlich gegenseitigen Referenzen. Sie haben's nicht geglaubt, aber Rap ist wieder da. Junge, die Eigentümer fickt den Mietvertrag. Oh Junge, Laberung, mach Fette. Wir sind das Update, Top-Level. Junge, die kann nur Gott helfen. Bad
Mädel mich in Röhrenjeans. Oh Junge. Und Oh Junge. Als Titel wird direkt die Adlib schlechthin von Rin verwendet. Keywords aus der Welt der Artists spielen auf Kitschkrieg generell immer wieder eine Rolle. Ali Neumann zum Beispiel stellt sich in Keine Angst gemeinsam mit Trettmann dem Monster, das sie schon solo besungen hat. Ich hab keine Angst vor dem Monster unter meinem Bett. Du musst leise sein, wenn du nicht willst, dass mein Monster schreit. Kitschkrieg beweisen zudem ein Wahnsinnsgespür dafür, Artists miteinander zu verbinden, die zwar noch nicht zusammen gearbeitet haben, aber richtig gut zusammen funktionieren. Max Herre und Skinny Blackboy fahren den ähnlich melancholischen Film, der Sonora zu einem richtig schönen, vibigen Song macht. Bisschen Gold, bisschen Gold, gib mir Gold, bisschen Gold, gib mir Gold. Sonora. Kitschkrieg schaffen es aber auch, Artists zu verkuppeln, die man so nie zusammen erwartet hätte. Das legendäre Berliner Duo Mode Selector, bekannt für elektronischen Club-Sound, zusammen mit dem österreichischen Rapper Craig Ignaz, den man eher aus dem El Guni Cloud-Rap-Kosmos kennt. Hier verzichten Kitschkrieg komplett auf Pop-Konvention und ballern einfach. Und das finde ich geil. Tja, und dann gibt's auch noch ein Feature mit Bones MC, dem Rapper der 187 Straßenbande, der sich in der Insta-Story gerne mal über häusliche Gewalt lustig macht und immer mal wieder sexistische wie homophobe Lines in seinen Songs droppt. Die Hook von Bones Track Shots Fired, ja, ist Beweis genug. Außerdem ist da noch Vibes Kartell. Der Jamaikaner ist zwar eine absolute Dancehall-Legende, aber auch ein verurteilter Mörder, der gerade eine lebenslange Haftstrafe absitzt. Ich habe mich dagegen entschieden, den Song mit ins Video zu nehmen. Ich weiß, er repräsentiert mit seinen Reggae- und Dancehall-Vibes eine der Säulen des Kitschkrieg-Sounds. Und klar, Kitschkrieg und Bones MC haben in der Vergangenheit schon zusammengearbeitet, zum Beispiel bei seinem Palmen aus Plastik-Projekt mit Raf Camora. Sie haben sich gegenseitig sicher einiges zu verdanken. Aber trotzdem, mit diesen Features kann ich den Song auf dem Album nicht einfach so durchwinken. Wir wollten halt irgendwie dieses ganze Spektrum der Abbilden der Musik, die wir halt irgendwie seit Jahren produzieren, lieben und auch hören, so. Und das beinhaltet irgendwie so dieses Feld von Max Herre bis hin zu Vibes Kartell und alles, was dazwischen passiert. Und das mag für manchen über eine Grenze hinausgehen oder auch nicht. Für uns, wir haben uns dafür entschieden, das zu machen. Es war natürlich auch klar, dass das Kritik nach sich zieht, aber wir dachten halt, das müssen wir dann halt aushalten. Das war eine bewusste Entscheidung, das zu tun, weil wir das gesamte Bild zeichnen wollten von dem, was wir musikalisch feiern. So. Kitschkrieg setzen das auf dem Album um. Sie bringen verschiedene Welten zusammen. Oldschool und Newschool, Pop und Rap. Und das schaffen nur sie. Schließlich haben sie den Sound kreiert, auf den sich in den letzten Jahren quasi alle einigen konnten. Deshalb haben sie die Artists überhaupt zusammenbekommen, weil eigentlich jeder mit Kitschkrieg arbeiten will. Die Tracklist, die daraus entstanden ist, ist ein Statement. Das Album ein Schaufenster dafür, was Kitschkrieg ausmacht und von anderen unterscheidet. Die Handschrift von Kitschkrieg macht aus einem Minimalismus, der sich durch sämtliche Bereiche zieht, sowohl visuell als auch Sound, Klamotte, einfach unser gesamter Stil. Und der hat sich über die Jahre entwickelt, so, weil wir uns ständig Feedback geben und das Feedback ist meistens, geht noch weniger. Und darüber haben wir halt sowas entwickelt, was sich so anfühlt wie unser Signature-Sound-Style. Klar, Kitschkrieg und Trettmann, das Team funktioniert einfach immer noch richtig gut. Aber ist nicht wirklich was Neues. Insgesamt vermisse ich auf dem Album irgendwie so das Innovative, das Kitschkrieg für mich bisher immer ausgemacht hat. Leute, ich bin hin und her gerissen. Ich hatte noch nie so viele Gespräche mit euch in meinen DMs wie bei diesem Album. Gefühlt ist hier so viel drin, wie in der Packung Studentenfutter. Der eine liebt die Cashews, hasst aber die Rosinen und umgekehrt. Man kann nicht alle zufriedenstellen. Für mich fühlt es sich so an. Die Platte polarisiert, eine richtige Debatte darüber fehlt aber irgendwie doch. Der dringliche Wunsch, dass dieses Album all das erfüllt, was wir uns erhofft haben, vernebelt den kritischen Blick. Das Bones MC und Vibes Kartell Feature ist für mich ein No-Go und fällt in der öffentlichen Wahrnehmung vom Album unter den Tisch. Deutschrap braucht eine kritische Sexismus- und Homophobie-Debatte und die darf nicht bei den eigenen Lieblingen aufhören. Ich mag Kitschkrieg ja auch, aber ich kann dieses Album nicht zu 100% abfeiern. Aber was meint denn ihr? Wie steht ihr zum Debütalbum Kitschkrieg? Vermisst ihr eine kritische Auseinandersetzung mit Acts wie Bones MC oder ist euch das relativ egal? Schreibt mir die Kommentare, ich bin gespannt.
Wenn ihr wissen wollt, bei welchem Kollektiv sich Skinny Blackboy rumtreibt, wenn er nicht gerade Songs mit Kitschkrieg aufnimmt, dann klickt hier auf mein Video über die Erotic Toy Records. Hier kommt ihr zu meiner Playlist. Und Leute, ihr kennt das Spiel, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, macht die Glocke an. Ciao, bis nächste Woche.